Vielen, vielen Dank. Schönen guten Nachmittag zusammen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kommt der Mann jetzt dazu, über E-Learning zu sprechen? Und noch dazu bei dem University Future Festival. Und noch dazu, wo das Thema ist, Tales of Tomorrow. Und der Marco hat mich ja dankenswerterweise schon anmoderiert. Also ich wechsle jetzt die Rolle. Ich bin jetzt hier ein Referent und Bildungswissenschaftler. Das ist nur so zur Einordnung für die nächste knapp 30 Minuten. Und noch eine kleine Hausmitteilung. Ich war da auch schon fleißig und habe ein kleines Manuskript geschrieben. Das heißt, wenn ihr irgendwann unterwegs euch verabschiedet von meinen Thesen, wenn es irgendwie zu verwirrend ist, gibt es die Möglichkeit, sich das alles nochmal in Ruhe durchzulesen, da einfach über den QR-Code oder die kurzen Links das ansteuern. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Warum will ich heute über E-Learning sprechen? Da gibt es zwei Gründe dafür und die haben auch tatsächlich direkt was mit diesem Konferenzthema zu tun. Nämlich es geht erstens um eine Geschichte, die vor nicht allzu langer Zeit eine prägende Zukunftserzählung war für die Hochschulen. Also eine Tale of Tomorrow war. Heute spielt diese Geschichte, also die E-Learning-Geschichte, keine große Rolle mehr. Denn es kamen wirkmächtige Geschichten zur Digitalisierung und zur künstlichen Intelligenz auf. Ich blicke dennoch zurück auf diese Geschichte, nicht weil ich jetzt Historiker bin oder es historisieren will, sondern weil ich damit ein bestimmtes Konzept aus der Wissenschaftssoziologie einführen möchte und auch anwenden möchte. Dieses Konzept hilft uns, so meine These, Visionen besser zu verstehen, etwa wie sie entstanden sind, wie sie sich verbreiten und auch wie wir alternative Geschichten erzählen können. Ich habe nämlich während meiner beruflichen Laufbahn immer wieder Visionen erlebt. E-Learning, später, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, vor etwa 10 Jahren kam die ganz große MOOC-Welle, also Massive Open Online Courses, kam über den Atlantik nach Deutschland geschwappt. Es geht also zweitens in meinem Vortrag um meine persönliche Geschichte. Ich habe im November 2001 meine erste Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Ilmenau angetreten. Damals dachte ich, Ilmenau liegt im Allgäu. Und ich werde euch jetzt auch nicht verraten, wo es stattdessen liegt. Das könnt ihr alle mal ergoogeln. Und ich habe schon während meines Studiums Erziehungswissenschaft und Politikwissenschaft mich intensiv mit Medien und deren Rolle und Funktion für Lehren und Lernen beschäftigt. Ich freute mich also, damals in Ilmenau am Lehrstuhl für Medienkonzeption, digitale Medien gelandet zu sein. Zudem gab es am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, zu dem dieser Lehrstuhl damals gehörte, spannende Projekte und Studienangebote. Es gab damals noch kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab auch natürlich kein ChatGPT. Was es aber gab, war das ganz große Versprechen, mit E-Learning die Lehre zu verbessern. Ich habe damals direkt mitgearbeitet an diesem Versprechen, also an der Umsetzung dieses Versprechens, nämlich im Projekt MEDIN. Das steht für Multimediales Fernstudium Medizinische Informatik. Wurde gefördert im Rahmen der großen Welle Neue Medien in der Bildung vom BMBF. Die ganz Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Es ging um den Einsatz einer Hypermedia-basierten, multimedialen und interaktiven Lernumgebung. Ich habe mir das alles nochmal aufgeschrieben, so hieß es damals wirklich. Und es sollte aber ähnlich wie heute, wo ich mich auch mit beschäftige, mit OER, soll es um einen leichten oder leichteren Zugang zu Lernmaterialien gehen. Und es Studierenden ermöglichen, Zusammenhänge zwischen zunächst getrennten Fachthemen herzustellen. Dieses Projekt MEDIN wurde eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, zusammen mit vielen anderen Projekten vom BMBF gefördert, Anfang der 2000er Jahre, weil dadurch oder damals die Erwartung verknüpft war, das Internet kann die Hochschullehre verbessern. Also die Erzählung war rückblickend, mit dem Blick von heute, 2024, erfolgreich. Denn sonst hätten nicht so viele Menschen sehr viel Geld in das Internet investiert, wenn sie nicht erwartet hätten, dass es eine gute Investition ist. Und diese Erzählung
wurde einige Jahre zuvor geboren. Der 2018 verstorbene Bürgerrechtler und Songtexter der Rockband Grateful Dead, John Perry Barlow, veröffentlichte 1996 die Declaration of Independence des Cyberspace, ein zentrales Gründungsdokument des Internet. Nationale Regierungen sollten sich weitgehend aus dem Internet heraushalten, damit durch Freiheit Innovation gefördert werden könnte. Jegliche Form der Regulierung sollte abgelehnt werden, damit eine wirkliche Utopie entstehen kann. Barlow griff hier auf die gescheiterte Hippie-Bewegung der 1960er Jahre zurück und transferierte sie in die saubere, glitzernde und kalte Sphäre des Digitalen. Die Unabhängigkeitserklärung des Internet ist eine Ursprungsquelle für das, was später die kalifornische Ideologie genannt wurde. Kalifornien, da liegt das Silicon Valley und in Silicon Valley sitzen die größten Tech-Unternehmen der Welt. Ein Jahr zuvor, also 1995, veröffentlichte der Gründer des MIT Media Lab, Nicholas Negroponte, das Buch Being Digital, das bereits kurz nach dem Erscheinen ein Bestseller wurde und in 40 Sprachen übersetzt wurde. Es ist also ähnlich erfolgreich wie die Unabhängigkeitserklärung. Negroponte prognostizierte damals einen unaufhaltsamen Wandel von Atomen zu Bits, also von der analogen zur digitalen Gesellschaft. Bis es aber tatsächlich soweit war, bis wir also begriffen haben, was es bedeutet, in einer digitalen oder man könnte auch sagen postdigitalen Welt zu leben, hat es noch einige Zeit gedauert. Damals war auch die Bildung nicht verschont von diesem tiefgreifenden Wandel, wie dieses Zitat, das ihr hier seht, beleuchtet. Etwas später dann, rund um die Jahrtausendwende, platzte dann die Dotcom-Blase und das Silicon Valley musste sich neu erfinden. Die dazu notwendige Erzählung steuerte Tim O'Reilly bei mit dem Begriff Web 2.0. Mit Wikis, Blogs, Podcasts und Co. sollten die eingebrochenen Umsätze der E-Commerce-Unternehmen wieder gesteigert werden, und zwar in möglichst allen Bereichen der Gesellschaft, wie Gesundheit oder Bildung. Der Internetkritiker Evgeny Morozov kritisierte O'Reilly sehr scharf dafür, dass er die Sprache der Technologie-Debatten manipulierte und eher wirtschaftliche Perspektiven betonte. Ethische und politische Aspekte wurden ausgeblendet. Wohin uns das geführt hat, haben wir erst viel später erfahren, etwa im Kontext der Skandale bei Facebook. O'Reilly griff mit seiner Idee des Web 2.0 geschickt zurück auf den tiefsitzenden Wunsch vieler Menschen nach gesellschaftlicher Teilhabe bzw. politischen Veränderungen. Er versprach, dass mit Web 2.0 die kollektive Intelligenz gefördert wird. Für das Silicon Valley war das sehr attraktiv, konnte sie doch gesellschaftliche Veränderungen versprechen und gleichzeitig auch noch Geld verdienen. Tatsächlich waren aber dann die Formen der Beteiligung zumeist beschränkt auf ein einfaches Feedback an diejenigen, die einen Internetdienst wie Facebook, Amazon betreiben. Gleichwohl entstanden aber aus der Web 2.0-Bewegung neuartige Anwendungen wie eben Wikis, Blogs oder Podcasts, hat mir heute auf der Bühne auch schon gehört, die auch unter dem Begriff Social Software zusammengefasst wurden. Gerade für technisch weniger versierte Menschen bot Social Software gute Möglichkeiten zum Selbermachen, wie das Betreiben eines Blogs über spezielle Dienste wie WordPress. Diese Potenziale sollten dann auch in der Hochschullehre Einzug erhalten. So setzten wir, also ist wieder meine persönliche Geschichte, damals an der Fernuniversität in Hagen, also da war ich nicht mehr in Ilmenau, sondern in Hagen, im Studiengang Bildung und Medien, E-Education schon ab 2008 Blogs, Podcasts, Wikis und E-Portfolio ein. Damit unsere Studierenden nicht nur theoretisch etwas über die Wissensgesellschaft erfahren, sondern auch ganz praktisch mediengestützte Lehr- und Lernarrangements planen, gestalten und evaluieren. Internet-Utopien wie das Cyberspace oder Web 2.0 prägten also das Denken zur damaligen Zeit. Heute haben wir längst neue Visionen. Ich muss hier nur in den Raum werfen, KI, und alle haben wir sofort irgendwelche Bilder und Geschichten im Kopf, wie KI Hochschule verändert. Sprechen wir also von Utopien.
und wie sie sich als Tales of Tomorrow begrifflich einordnen lassen. Und dazu nun das Konzept, das ich einführen möchte aus der Wissenschaftssoziologie, das nennt sich Imaginaries. Deutsch kann man das nicht wirklich gut übersetzen, deswegen lasse ich es mal im Englischen. Ich will aber versuchen, das zu begründen, warum sich damit zukünftige, aber auch vergangene Geschichten über Technologie und Bildung besser einordnen und erklären lassen. Also Imaginaries helfen uns zu verstehen, warum wir seit ungefähr 100 Jahren immer wieder auf eine ähnliche Erzählung treffen, die da lautet, Bildung lässt sich durch Technologie verbessern, das heißt effizienter und effektiver machen. Allerdings hielten diese Technologien nicht immer die Versprechen ein, die ihnen in den Utopien zugeschrieben wurden, was aber nicht bedeutet, dass es danach weniger Utopien gab, ganz im Gegenteil. Gerade in der aktuellen Zeit, die durch einen starken Hype um die disruptiven Möglichkeiten von KI geprägt ist, sollten wir darum verstehen, wie Tales of Tomorrow entstehen und verbreitet werden. Dabei spielen Auseinandersetzungen, Verhandlungen und Kämpfen um die richtige Vision für die Zukunft eine große Rolle. Ich möchte das am Beispiel der Geschichten, die vor ca. 25 Jahren über E-Learning erzählt wurden, aufzeigen. Damals ging es wie auch heute darum, Visionen zu verbreiten, wie Technologien die Hochschule und die Lehre in der Zukunft verändern werden. Doch zunächst noch ein Wort zur Methode. Maßgeblichen Einfluss auf das, was ich gleich noch sage, hatte die aus Indien stammende Wissenschaftlerin Sheila Chasanoff. Sie etablierte die Forschungsrichtung der Science and Technology Studies als eigenständiges akademisches Feld. Dabei geht es um das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Neben Imaginaries, was wir uns gleich nochmal genauer angucken, hat sie den Begriff der Koproduktion geprägt und untersucht, wie Wissenschaft und soziale Ordnung gemeinsam produziert werden. Nun aber zur Definition. Die klingt jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert und sperrig. Ich gehe sie jetzt aber trotzdem mal der Reihe nach durch. Also Imaginaries werden definiert als kollektiv getragene, institutionell stabilisierte und öffentlich ausgeführte Visionen von wünschenswerten Zukünften. Die von gemeinsamen Vorstellungen über Formen des sozialen Lebens und der sozialen Ordnung beseelt sind, die durch den Fortschritt in Wissenschaft und Technologie erreicht werden können und diesen unterstützen. Also da steckt wahnsinnig viel drin. Ich versuche das jetzt nochmal der Reihe nach auseinander zu klamüstern. Zunächst wird also festgehalten, dass die Zukunftsvorstellungen von einer Gruppe getragen werden müssen. Sie unterscheiden sich also von persönlichen Meinungen einzelner Menschen. Allerdings ist es sehr wohl möglich, dass aus visionären Vorstellungen von einzelnen Menschen Imaginaries entstehen. Man denke nur an Personen wie Steve Jobs und wie er das iPhone vorangetrieben hat oder Elon Musk, der immer wieder geschickt auf die Ideen anderer zurückgriff und diese popularisierte. Auch müssen Imaginaries öffentlich sein, das heißt von der Politik unterstützt und durch die Medien verbreitet. Bedeutsam sind insbesondere politische Programme oder Strategien zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen, die im Internet, Radio und Fernsehen von weiten Teilen der Bevölkerung diskutiert werden. Stabilität bekommen Imaginaries dann dadurch, dass sie institutionalisiert werden. Etwa im Falle des E-Learning Imaginary, das beschreibe ich auch gleich nochmal, dass es auf einmal E-Learning oder Mediendidaktik-Lehrstühle gab. Also die dazu oder E-Learning-Einrichtungen, die haben dazu beigetragen, auch dieses Imaginary zu professionalisieren. Und schließlich ist es der tiefsitzende Glaube an den Fortschritt in Wissenschaft und Technologie, der ein wesentliches Element von Imaginaries ausmacht. Besonders deutlich wird es, wenn wir an das Genre Science Fiction denken und die vielen Utopien und Dystopien, von denen mittlerweile einige Realität geworden sind. Technologische Innovationen sind eben seit vielen Jahren Gegenstand kontroverser gesellschaftlicher Debatten, wie zum Beispiel im Bereich der Gentechnologie. Oder das Beispiel künstliche Intelligenz. Die technologischen Entwicklungen gehen zurück bis in die 1950er Jahre und wurden von einem mächtigen kulturellen Mythos begleitet, der Erschaffung einer denkenden Maschine, die in der Lage wäre, die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Geistes perfekt zu simulieren. Der Mythos und die technischen Entwicklungen beeinflussen sich also gegenseitig und ermöglichen die großen Fortschritte bis hin zu ChatGPT. So viel zum Thema Technik. Könnt ihr mal eins weiter klicken?
Ich mache einfach mal weiter. Imaginäre Vorstellungen lassen sich am besten als historisch verwurzelte, kollektive, normative Träume von etwas Besserem beschreiben. Imaginaries sind also auf die Zukunft gerichtet und auf wünschenswerte Zukünfte. Ja, gut, dass ich ein technisch kritisches Thema habe. Okay, es geht. Also mit diesem Symbolbild soll das nochmal verdeutlicht werden, unsere Glaube an die wünschenswerte Zukunft, die durch Technik oder technischen Wandel erreicht wird. Es geht aber auch um Überzeugungen, die die Politik und ihre Agenda beeinflussen. Regierungen und Institutionen orientieren sich an Visionen und ihre Strategien, um Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Imaginaries formen kulturelle Erwartungen und Werte, indem sie bestimmte Technologien und wissenschaftliche Entwicklung als zentral für die Zukunft darstellen. Dies beeinflusst, wie Gesellschaften diese Technologien und Wissenschaft wahrnehmen und akzeptieren. Ein prominentes Beispiel für ein Imaginary ist die Vision einer nachhaltigen Zukunft, die auf die Bekämpfung des Klimawandels aufbaut. Diese Vision prägt politische Entscheidungen wie die Förderung erneuerbarer Energien, die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien und die Implementierung von Klimapolitiken. Sie schafft eine soziale Ordnung, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz zentrale Werte sind und bestimmte wirtschaftliche und technologische Praktiken gefördert oder eingeschränkt werden. Das Imaginary kann mit einem Scheinwerfer verglichen werden, der auf bestimmte Merkmale von Akteuren und Institutionen gerichtet ist. Man könnte sogar sagen, dass das grelle Licht dieses Scheinwerfers dazu dient, diese Merkmale zu verzerren, anstatt sie zu beleuchten. Dabei gibt es jedoch nicht das eine Imaginary, sondern immer mehrere, und diese befinden sich auch in ständiger hegemonialer Auseinandersetzung um Deutungshoheit. Ein kleines anekdotisches Beispiel soll das illustrieren. Das Hochschulforum Digitalisierung präsentierte 2022 ein Papier mit 95, Luther lässt grüßen, Thesen zur Hochschullehre 2025. Also da sieht man schon mal diese Auseinandersetzung, die Vielfalt der Zukunftsvorstellungen. Also Imaginaries helfen uns zu verstehen, wie sich die Verbreitung und die Nutzung digitaler Technologien in Gesellschaft und Hochschule entwickelte, vor dem Hintergrund der Analyse von Erzählungen und Überzeugungen. Diejenigen Technologien setzen sich dann durch, die am besten durch eine bestehende Erzählung unterstützt werden. Imaginaries sind also sowohl eine Idee von einer wünschenswerten Zukunft, als auch der Weg, diese Zukunft zu erreichen. Imaginaries ermöglichen es, Fragen nach Veränderung und Beharrung zu stellen. Und ich versuche das jetzt mal konkreter zu machen, am Beispiel eben dieses E-Learning Imaginaries. Was ist das? Ich hatte ja die etwas lange und komplizierte Definition eingeführt. Und wenn man das jetzt auf E-Learning überträgt, würde das bedeuten, es geht also um eine Zukunft der Hochschule damals, also ab 2000 ungefähr, die sich durch einen verstärkten Einsatz von Bildungstechnologien in der Lehre für den Wissens- und Kompetenzzuwachs auszeichnete. Im Kern ging es um das zeit- und ortsunabhängige Lernen, anytime, anyplace, das flexiblere Bedingungen für Studierende schaffen sollte. E-Learning war in den Augen vieler Menschen zeitgemäß für eine Gesellschaft, die nicht länger auf Industrie, sondern auf Information basierte. Es bestand jedoch auch Konsens darüber, dass die Präsenzlehre durch E-Learning lediglich angereichert, aber nicht ersetzt werden sollte. Die Vorstellung war somit durch einen Dualismus geprägt. Studium findet weiterhin in den Mauern der Hochschule zu vorab festgelegten Zeiten statt, während man in das Internet ging, um die virtuelle Welt zu betreten. Das E-Learning Imaginary wurde von vielen Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft getragen. Es verteilte sich gewissermaßen auf mehreren Schultern. Wenn man das jetzt nicht alles lesen kann, ich versuche das auch nochmal durchzugehen, um diese Vielfalt nochmal deutlich zu machen. Also eine tragende Rolle spielten, wie schon erwähnt, bei Imaginaries immer Technologien und Wissenschaft. Aber auch pädagogische Vorstellungen waren wichtig, sowie Organisation und Professionalisierung. Im Zentrum dieses Imaginary steht das,
was es für mich ausmacht, nämlich diese Vision, durch mehr Bildungstechnologien in der Lehre den Wissens- und Kompetenzzuwachs zu fördern, das Studium auch zu flexibilisieren. Aber eine Besonderheit für mich, dieses E-Learning Imaginary, ist, was ich dann Primat der Pädagogik bezeichnen möchte. Damit gemeint ist, dass es lernpsychologisch didaktische Überlegungen gab, die die Leitplanken für den Einsatz von E-Learning in der Hochschullehre bildeten. Als einflussreich erwies sich nämlich dann die Didaktik bzw. Mediendidaktik, die wissenschaftlich fundiert, insbesondere aus der Lernpsychologie, praktische Empfehlungen zur Gestaltung von Lernumgebungen gab. In Deutschland gab es auch immer wieder Versuche, die aus den USA stammende Disziplin Instructional Design auch an den Hochschulen, Lehrstühle, E-Learning-Zentren zu etablieren, um die Wissenschaftlichkeit von E-Learning zu stärken. Gleichzeitig bedeutete die pädagogische Ausrichtung des E-Learning aber auch, dass oft eher simple didaktische Modelle eingesetzt wurden, die etwa auf Drill and Practice setzten. Das lag daran, dass solche E-Learning-Anwendungen leichter zu bauen waren, die nicht auf komplexe kognitive Prozesse zielten. Auch hatten es anspruchsvolle, offene E-Learning-Angebote wie Massive Open Online Courses, die sich an der Idee des Konnektivismus, also die weit vor diesem riesen MOOC-Hype kam, orientierten schwerer an der öffentlichen Wahrnehmung und spielten nur in den Zirkeln der Nerds eine Rolle. Die für Imaginaries notwendige öffentliche Aufführung konnte für progressive Lernformate nicht ausreichend hergestellt werden. Dagegen gab es für klassisches E-Learning eine Bühne, also eine Öffentlichkeit in Form des Medida Prix, ein mediendidaktischer Hochschulpreis, der zwischen 2000 und 2010 in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben wurde. Die Idee, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung unmittelbar für E-Learning zu nutzen, verschaffte dem Imaginary eine Legitimation. Allerdings fehlte es an Hochschulen grundsätzlich an einer Transferstelle zur organisatorischen Verarbeitung, die zum Beispiel auch zu strukturellen Reformen in der Lehre führen könnte. Die pädagogischen Leitvorstellungen konnten sich auch deshalb etablieren, da von großen technologischen Entwicklungen ausgegangen wurde. Ich bin ja bereits kurz auf Web 2.0 eingegangen, Podcast, und wie sich diese Fortschrittserzählung, also von Web 2.0, dann auf gesellschaftliche Bereiche ausbreiten konnte. Netzwerke bzw. das Internet waren immer ein großer Traum der nun aufkommenden digitalen Gesellschaft und der Haupttreiber für sozialen, wirtschaftlichen und ökonomischen Wandel. Aber auch für die Unternehmen war E-Learning sehr attraktiv, dadurch, dass es eine Aussicht auf Skalierung gab und damit Kostensenkung. Etwa, dass Schulungen über den Computer als Webinar oder sogenannter Klicktunnel umgesetzt werden konnte. Auch bestand eine große Aussicht auf einen neuen Markt, denn E-Learning konnte einmal produziert, kostengünstig vertrieben werden. Der deutsche Hochschulbereich kam dafür jedoch nicht so sehr in Frage, da zu klein und noch zu sehr im analogen Denken verhaftet. Für die Politik war E-Learning und das E-Learning Imaginary attraktiv, da es Veränderungen für den angestaubten Lehrbetrieb der Hochschulen versprach. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hatte ich auch schon erwähnt, investierte ca. 200 Millionen Euro in die Vorhaben neue Medien in der Bildung. Und da waren 100 Verbundprojekte und noch mehrere Teilprojekte da drin. Zu den Technologien möchte ich auch noch mal was sagen. Eine Bildungstechnologie war es dann, die wie kaum eine andere für E-Learning ab den 2000er Jahren stand, nämlich Learning Management Systeme, LMS. Die waren ein Allheilmittel für mehr Interaktivität, weil auch bisher verstreute Anwendungen wie Foren oder andere Anwendungen nun unter ein Dach vereint werden konnte und es dadurch zu schnell zu einem Standard der Hochschullehre machte. Auch versprachen LMS Stabilität, dadurch, dass die Grundsoftware und die Basistechnologie nicht mehr großartig überarbeitet wurde, was sonst viele Lehrende abschreckte, die dann nicht mehr wollten, wenn sich die Software grundlegend ändert, dass sie ihre Anwendung oder ihre Lehrmaterialien auch anpassen mussten. Das Versprechen der LMS, Lernprozesse zu steuern oder zu kontrollieren, widerspricht vielleicht irgendwie dem Selbstverständnis der Hochschulen. Allerdings ist im Zusammenhang mit der Bologna-Reform ein Wechsel zu mehr Strukturierung des Studiums ausgelöst worden, der sich positiv auf die Akzeptanz von LMS auswirkte.
Und neben der Technologie ist es dann die Wissenschaft, insbesondere die Lern- und Kognitionspsychologie, die hier wesentliche Beiträge leistete, etwa Cognitive Load Theory oder kognitive Theorie des multimedialen Lernens. Dort findet man sehr detailliert Anleitungen, wie das Lernen mit Multimedia abläuft. Und in der Forschung spielten dann beispielsweise sogenannte Eye-Tracking-Labore eine große Rolle und sollten die Blackbox des Lernens öffnen. So. Imaginaries funktionieren, wie oben beschrieben, als Scheinwerfer, der auf bestimmte Aspekte einer Vision fokussiert. Dabei bleiben natürlich immer bestimmte Aspekte im Schatten und ausgeblendet. Das betrifft etwa Nachhaltigkeit, dadurch, dass E-Learning hauptsächlich projektförmig in den Anfangsjahren durchgeführt wurde, wofür es umfangreiche Förderungen von Bund und Ländern gab. Auch die Nachnutzbarkeit der Multimedia-Materialien war oft nicht möglich. Die Bewegung Open Educational Resources, die sich zum Ziel gesetzt hat, Inhalte frei lizenziert von den Beschränkungen der analogen Welt zu befreien, entstand zwar 2001, spielte an deutschen Hochschulen bis Mitte der 2010er Jahre aber keine Rolle. Ein dritter Punkt, den ich exemplarisch nennen möchte, ist Weblernen. Gemeint sind Lernformen, die mehr auf das Potenzial des offenen, weltweiten Netzes eingehen und die Strukturen der klassischen Hochschule zu überwinden versuchen. Demgegenüber sind die populären LMS-Systeme der Versuch, Strukturen der analogen Lehre möglichst unverändert in den digitalen Raum zu übertragen. So, bevor die Zeit ganz abläuft, was können wir jetzt vom E-Learning Imaginary lernen? Im Rückblick und auch angesichts des gerade entstehenden KI-Imaginaries habe ich drei Punkte. Und zwar, E-Learning konnte sich einmal zwischen 2000 und 2015 als Konzept etablieren, weil es für eine Vision der Zukunft der Hochschullehre stand, anytime, anyplace. Diese Vision antwortete auf die Erwartung der Politik und Wirtschaft und führte dazu, dass Hochschulen für Bildungstechnologie sich öffneten und bereit waren für Lehr- und Lernexperimente. Tatsächlich waren dann aber diese E-Learning-Anwendungen nicht immer so visionär und überführten bisherige Lehr-Lernformen in den digitalen Raum und ließen Potenziale des Web ungenutzt. Das lag daran, dass gleichzeitig ein Imaginary bestand, das auf Präsenzlehre ausgerichtet war und verhinderte, dass es zu umfangreicheren Strukturreformen kam. Und die allerletzte Folie, wo ich nochmal als Takeaway-Message mitgeben will für jetzt, was bedeutet das? Also, dass wir uns im Spannungsfeld befinden zwischen eher mehr oder weniger realistischen Erwartungen, was technologische Innovation betrifft, und der tatsächlichen Bereitschaft der Hochschulen zu verändern. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Markus, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich glaube, wir haben Zeit für eine Frage. Gibt es im Zuschauerraum eine Frage? Ich habe aber eine. Wir haben vorhin was gehört über trojanische Pferde und das fand ich total spannend. So manche Imaginaries sind ja nicht wahr geworden oder waren übertrieben. Ist das eher eine Kritik, dass man sagt, da hat jemand die falsche Vorstellung gehabt, oder ist das eigentlich eine positive Sache, dass man sagt, man muss erstmal ein großes Ziel irgendwo haben und dann, sonst geht man gar nicht los und muss erstmal überhaupt sich auf den Weg machen. Wie siehst du das? Ja, ich würde es auch nicht als Kritik sehen, sondern einfach als Lernerfahrung, um zu zeigen, wo man überall ansetzen muss. Das hatte ich auf der einen Folie versucht zu verdeutlichen. Ne? Also, dass bei den ganz innovativen Projekten dann die Unterstützung der Politik oder der Hochschule fehlt, weil ist zu innovativ, kann ich nicht greifen, oder ist es einfach auch nicht nicht gesellschaftlich vermittelbar. Ne? Deswegen hatte ich ja versucht, das mit Web 2.0, was wir alle kennen, mit Podcast hatten wir heute auch schon einen Vortrag dazu. Also keine Kritik, eher ein Modell, das zeigt, wo, an welchen Baustellen man da überall ansetzen muss. Prima, vielen Dank. Danke auch für die Aufmerksamkeit. Dann haben wir jetzt nochmal 5 Minuten kurze Pause und um 35 geht es weiter mit dem Thema, ist das KI oder kann das weg? Bis gleich.